Endlich richtig singen lernen. Mit den Gesangspaketen komme ich direkt zu dir nach Hause. Mit einem Download. Mit Power singen, Mix Voice lernen oder endlich Riff and Runs singen wie Ariana Grande. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch meine drei Lieblings-Riff-and-Runs zeigen. Eigentlich sind es vier. Das sind auch so kleine, sage ich mal, Übungen, die ich mit benutze in unserem Unterricht oder mit rein integriere. Einfach nur just for fun. Ich habe ja sowieso meine eigenen Warm-ups und Übungen. Aber manchmal nehme ich auch was aus Songs raus, weil ich finde es einfach cooler und es macht einfach mehr Spaß. Und ja, und jeder will sich da auch mal dran ausprobieren. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere auch von TikTok. Ich kann es einfach, weil ich mir das selber überlegt habe, weil ich gedacht habe, das finde ich cool, macht mir Spaß. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Ja, und das erste ist schon mal Rise Up. Und das kennt ihr bestimmt. Und ich finde das richtig cool. Das kann man mal Note für Note praktisch durchgehen. Und dann kann man anfangen mit For you, for you. Zum Beispiel könnte man das am Klavier, ich nehme jetzt mal so eine Piano-Free-App, das ist jetzt keine Werbung, leider nicht, aber da könnt ihr euch das im Apple Store oder in einem anderen Google Store, ich kenne mich jetzt mit Samsung nicht aus, ihr könnt es aber runterladen, es ist total kostenlos. So sieht es das Ganze aus. Ich spiele jetzt einfach mal das C an. For you, for you, for you. For you, for you, for you. Ich gehe mal ein bisschen höher. For you, for you, for you, for you. Ja, so könnt ihr praktisch diesen Run mitverwenden und euch auch damit so ein bisschen aufwärmen. Das bringt sogar Spaß, weil man kennt den Song und mag den natürlich sogar. Ein anderer Lieblings-Riff und Run, von mir schon bereits in einem anderen Video genannt, ist der Burlesque-Run. Und der ist mega, mega schwer und auch total anspruchsvoll. Das muss auch ich sogar zugeben. Und gerade wenn ihr selber nicht aus dem Riff und Run-Bereich kommt, dann kann es gut sein, dass ihr da schon ein bisschen dran sitzt und auch mal vielleicht ein bisschen öfter dran sitzt. Einige haben ein gutes Gehör, sind auch gut und flexibel und agil mit Riff and Runs. Bei denen geht es ein bisschen schneller, aber Riff and Runs hat ja nicht nur was mit Stimme zu tun, sondern eben auch mit Gehör und dass man da auch sauber und akzentuiert die Töne auch trifft und in einer bestimmten Geschwindigkeit runtergeht. Dazu habe ich auch ein Video und auch ein Gesangspaket auf meinem Gesangspaket-Shop. Und zwar, wie singe ich Riff and Runs? Das könnt ihr euch da auch entspannt runterladen. Das ist mit drei Übungen mit drin und einem Erklärvideo. Aber auch hier könnt ihr ganz entspannt die Tonleiter runtergehen. Ich gehe mal ein bisschen. Wirklich langsam hochgehen und eure Bruststimme, mittlere Stimme und die Kopfstimme auch damit trainieren, voll entspannt. Und hier geht es auch nicht immer darum, gut zu klingen, sondern sich einfach vielleicht mal aufzuwärmen und einfach den Teil seiner Stimme zu benutzen, den ihr sonst nicht oft benutzt, wie zum Beispiel die Kopfstimme oder die sehr hohe Kopfstimme Richtung Pfeifregister. Und es gibt ganz viele Sachen, wo ich mir ganz sicher bin, dass ihr die nicht benutzt und damit könnt ihr euch auch aufwärmen. Ja, und Nummer 3 war, glaube ich, auch auf TikTok die Halo Challenge oder das Halo Riff. Das ist ja schon ziemlich alt, das Lied. Und das Riff ist auch ziemlich bekannt. Und durch TikTok gab es auch noch mal eine Zeit lang ein paar, die das benutzt haben. Und das ist auch etwas, wo ich euch empfehlen würde, die Wiedergabegeschwindigkeit auf YouTube erstmal zu reduzieren, damit ihr ganz genau heraushören könnt, was sind da überhaupt für Noten, die liebe Beyoncé singt. Weil auch für mich, da brauche ich auch einen Moment, um das halt einfach rauszuhören. Wir haben ganz viele Schüler, die Beyoncé singen und auch gerade Halo. Ja, ich zeige euch doch jetzt einfach mal am liebsten die Halo Challenge, weil das könnt ihr eigentlich hier sehen, wie andere sich daran probiert haben. Hear me like a rain sign, burning to my darkest night. You're the only one that I want. You got me addicted to
Tequila. Und auch da, wie gesagt, langsam, dafür aber sauber anstatt schnell und nicht akkurat. Natürlich gibt es ganz viel Riff and Runs, die ihr noch ausprobieren könnt. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sind eure Lieblingsriffs, was sind eure Lieblingsruns, was habe ich verpasst, was ist auf jeden Fall richtig gut zum Üben. Schreibt das mal rein in die Kommentare. Was möchtet ihr eigentlich auch als nächstes sehen? Schreibt es auch mal runter in die Kommentare. Und ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns im nächsten Video und schaut doch jetzt euch diese beiden richtig coolen Videos an. Es ist euer Lieblingsvocalcoach Tanja Levy und ich sehe euch auf Instagram.